Marcel Weiß ist bei mir. Torquato Tasso, dieses Pferd, was so wenig Rennen vor diesem deutschen Derby absolviert hat und jetzt so eine großartige Leistung gerade geboten hat. Was überwiegt denn jetzt? Die Dankbarkeit, dass der erste Derby-Starter in der eigenen Karriere hier so gut gelaufen ist, oder dass man einfach ein bisschen traurig ist, dass es nicht ganz gereicht hat? Also traurig bin ich in keinster Weise. Na, vielleicht später noch ein bisschen. Wir waren da nicht weit geschlagen. Aber ich sag mal, ich bin so glücklich, dass wir doch gelaufen sind mit ihm, weil im Vorfeld man doch überlegt hatte, reicht das für das Rennen, der Rennen des Jahres? Aber wie man sieht heute, es hat gereicht. Und wie gesagt, wir haben richtig entschieden, heute hier zu laufen. Torquato Tasso, wenn man das letzte Rennen sich angeschaut hat, ich war am Geläuf gestanden und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war überwältigt von dieser Galoppade. Es ist unglaublich, was dieses Pferd eine Geschwindigkeit und eine Galoppade aufbauen kann. Wie war er denn jetzt zuletzt im Training? Weil er hat ja nochmal offensichtlich richtig zugelegt. Das ist richtig. Ich sag mal, die vorletzte Arbeit, da habe ich gesehen, dass er sich nochmal enorm gesteigert hat. Und da war eigentlich der Entschluss gekommen, ihn laufen zu lassen im Derby. Und dass er galoppiert einfach nur dumm und grün, muss ich jetzt mal so sagen. Wie gesagt, er weiß immer noch nicht richtig, wofür er da ist. Aber ich denke mal, das wird jetzt von Rennen zu Rennen besser. Marcel, du bist ja auch noch nicht so lange Trainer. Ich habe gesagt, das ist der erste Derby-Starter jetzt gerade gewesen. Ich glaube, da ist man dem eigenen Team sehr dankbar, oder? Ich bin mehr als dankbar. Ich bin überwältigt. Wie gesagt, ich glaube, ich brauche heute noch ein bisschen, wenn ich ganz ehrlich bin, um den Tag erstmal so zu verarbeiten. Und wie gesagt, überwältigend heute, wie gesagt. Und großen Dank an mein ganzes Team zu Hause. Und wie gesagt, ich habe ein tolles Team, das habe ich immer wieder betont. Und da bin ich stolz drauf. Ich gratuliere jetzt einfach mal. Derby Zweiter, ein tolles Pferd im Stall.